Feurio zusammen und herzlich willkommen zum Projekt Loser sind am Verhungern. Das ist gut. Das gefällt mir. Schön. Das nehmen wir jetzt auf dauerhafter Basis. Ich finde das ein guter Name. Ja, sehr nett vor allem. Ja. Boah, Better Tools ist fertig. Genau das brauche ich jetzt nämlich. Wieso ist Better Tools fertig? Habe ich doch gar nicht gemacht. Hä, wie denn? Habe ich überhaupt nicht gemacht? Na gut. Hä? Ja, also ihr könnt euch da jetzt was raussuchen, ne? Wo? Zweite Quest-Buch-Dings. Oh. Hä, sicher nicht gemacht? Don't ask me why, I'm just a hairy guy. Was, ich bin immer noch am Sterben? Der Hypothermia ist immer noch dabei, mich zu hauen. Und jetzt erfriere ich auch gleich noch. Ja, super. Aber Katze, ich kann dir von mir aus hier die Obsidian-Pickaxe gleich geben, wenn es die willst. Bräuchte ich nämlich. Ja, aber ich muss eine Loot-Chest öffnen. Hast du die Loot-Chest gewählt, du Dummerle? Hä? Man hat auch alles bekommen. Ja, man hat alles bekommen. Hast du die Loot-Chest gewählt, du Dummerle? Wieso hast du alles gekriegt? Alter. Okay, ich nehme die Loot-Chest. Was kriege ich? Conduit-Binder. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist in der Tat gut. Sehr gut. Das spart uns gerade etwas. Habe ich in die kleine Kiste vorne. Wie viel hast du denn gekriegt? 2 oder 50? 6. Oh, besser als nichts. Oh, ich hab's versucht. Nicht weinen. Blaudi, hast du mir die Spitzi? Würdest du jetzt mal bitte nicht hier den, warte. Bevor ich spitz werde. Hier, warte, so. Du wirst ein Spitzpferd? Was? Was für ein Pferd? Er wird ein Spitzpferd, ja, okay. Gut. Weg. Hast du die Pickaxe gemacht? Geh mal weg. Schon? Geh mal weg. Entschuldigung. Dankeschön. Was habt ihr aus euren Loot-Chests bekommen? Deine. Weil ich die brauchte. War genau das, was ich wollte. Ich muss noch einen. Das war so eine Dark Knight erfolgreiche. Ich muss noch einen Binding-Tool da draufsetzen. Warte, den habe ich noch nicht fertig gemacht. So, Binder, so. 2 Gold-Ingots, so. Katze, du machst auch wieder nur Weitsprung. Dung. Ding. Kaktus. Miri, warum sind eigentlich hier nur noch so wenig Hanutas da? Willst du mir da eigentlich was zu sagen? Hanutas? Mhm. Was für Hanutas? Ja. Das ist jetzt aber off-topic. Das ist mir egal. Das ist wirklich off-topic. Ich dachte gerade, what the fuck, wir haben Hanutas? Mhm. Haben wir. Hatten wir. Warum habe ich eigentlich keine Hanutas? Krieg ich einen Hanuta? Nee, denke nicht. Ich habe eins genommen. Eins. Zwei. Eins hundert. Das sind nur Worte danach. Oh, guck mal, unser Dach brennt. Ja. Schön, die Wüste brennt. Ich habe gerade zugeguckt und bin wieder gegangen. Ich dachte, das muss so. Sonst haben sie keine Probleme. Katze, möchtest du vielleicht irgendeinen Mix aus... nee, warte. Die Spitzhacke? Ich brauche halt was Obsidian-Level hat zum Abbauen. Ja, du kriegst auch eine Obsidian-Spitzhacke. Ja. Aber es hat Mining-Level Kobalt, das ist gut genug, richtig? Ja, das ist das Höchste, was wir gerade brauchen. Bitteschön. Können. Die kriege ich nachher wieder. Nur so. Der wird zwar gut. Yes. Hasse dich. Tschüss. Ich liebe mich. Ja. Einer muss es ja tun. Richtig. Wir haben jetzt ganz viele neue Früchte. Wie das? Ja, ich habe die Bäume angepflanzt. Wie das? Wie? Magie! Mit den Pfoten. Sie ist der Nachtara. Sie kann das. Ja. Ja, stimmt. Ich habe neulich auch als Namen gesehen, 2 Nachtaras und eine Katze in der Wüste. Und dann dachte ich mir so, hä, 2 Nachtaras? Wer ist denn noch? 2 Nachtara. Ich weiß es nicht. Also ich bestimmt glaube, nicht. Ich glaube, das Blauli ist nicht so Nachtara. Nee, sehe nicht so aus. Nee. Der Brutalander. Hallo, nett sein. Was? Wegen deinem Namen? Weißt du, B und B passt? Ich hau dich gleich, B und B passt. Okay, Lucario. Das ist okay. Oh, jetzt, ich darf noch meinen Loot-Chest aufmachen. Loot-Chest! Und da ist drin! Fick dich, Spiel! Das ist da drin, krass! Cool. 6 Cleanstone! Ja, Mann, ich hab das gleiche gekriegt, nur mit 10 Cleanstone. Oh, ihr Loser. Warte mal, was hast du gekriegt gehabt nochmal? Ich hatte die... Steine? Nein, ich hatte... Du hast auch Steine bekommen. Nein, ich hatte doch die Conduit-Binder. Ja, die hat was Gutes gehabt. Ja, stimmt, ne? Die hat was... Ich gebe mir wenigstens Mühe, dass wir vorankommen. Hallo, Netzahain.
Sag mal, was ist denn hier? Warum kriegen wir denn. Wieso, Katze? Warum haben wir noch keine automatisierte. Was ist denn, haben wir den Satz eigentlich mal ausformuliert hier bei Louis? Schaffen wir das, den Satz auszuformulieren, damit die Leute sich den nicht als Selbstbaukasten runterladen müssen? Geht es? Da hat jemand zu viel Anuta zum Sprechen. Ja, ja. Miri, du musst 64 Seeds finden. Was für Seeds? Hier, guck doch mal bitte, dadurch kriegst du ein Hühnchen. Du kannst dann, Ich ein Hühnchen? Ja, pass auf. Geh mal dein Questbuch. Na, jetzt warte. Geh mal Quest. Ich muss erst Essen machen. Ihr esst ja immer alles weg. Hier, ich habe jetzt Seedsuppe gemacht. Oh, toll. Die ist auch für eine Quest. Ich glaube, 2 muss ich behalten. Ja. Muss nur auf Detect drücken, während du sie hast, dann ist es abgehakt. Dann kannst du sie auch essen. So, pass auf. Geh mal in dein Questbuch, bitte. Ja. Und dann geh mal da links auf Creating Life. Creating Life. Und dann klick oben auf das Ei und guck, was du machen musst. Du, wie Seeds? Woher soll ich denn Seeds bekommen? Ja, wir haben schon ein paar. Nee, nicht wirklich. Das ist einfach nur Weizen. Doch klar haben wir Seeds. Ach so, Weizen. Ach, ja klar. Wir haben schon 10 von 64. Ja, siehst du? Das war gemein, da war ein Spawner drin. Wollte ja nur sagen, dass du damit anfangen kannst, weil dann haben wir nachher Hühnchen. Das heißt, wir kriegen Fleisch. Wir müssen nicht mehr vegan leben hier. Und wir leben gerade vegan? Von Spinnenaugensuppe ist vegan? Spinnen zählen nicht als Lebewesen. Spinnen sind... Also, genau, ich kann dir sagen, was du willst. Also, die ganzen Veganer, wenn die ihre Spinnen nachts essen, während sie schlafen, dann müssen sie aber verbuddeln gehen. Also, Entschuldigung, aber ich habe da einige Themen, wo sie Veganer verbuddeln gehen dürfen. Nicht jetzt böse werden. aber, ne, also so, ich habe gehört, also so Insekten und so, ne, wenn man Motorrad fährt oder so und dann hat man ein bisschen ins Maul auf und dann. Ja, und warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Okay, ich habe gerade von Baloo eine Testnachricht gekriegt. Halt's Maul, du blödes Opfer. Okay. Ist okay. Ja, ja, ist klar. Erzähl auch noch den Leuten einen Blödsinn. Mag er die ganze Zeit über, anscheinend stört dich das. Wir brauchen mal hier, du könntest mal noch ein paar Erze sieben und so ein Kack. Ich könnte mal hier in diesem Mitte. Ja, ah, das war eine super schlechte Idee. Oh, wie schlecht die Idee war. Lass mich hier raus, lass mich hier raus. Kann ich hier raus? Ja, da geht's raus. Oh Was Gott, du? Ich überlebe. Nein, Zombies. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Wir müssen nach Hause, Menschen. Wir müssen nach Hause. Das überleben wir nicht sonst. Miri, hast du jetzt schon Sugarcane? Wir dürfen wenige Kakteen jetzt knuddeln in der Zeit nach Hause. Miri hat du schon Kakteen. Woher soll ich Sugarcane haben? Sugarcane, ich brauche eine Bücher. Ja, dann mach doch Sugarcane. Oh, wir haben ein Buch. Ey, ich meinte eigentlich eher für Filter, Mate. Ja, Bücher kann ich dir viele holen. Nee, ich hab schon, jetzt will ich nicht mehr. Bücher, 100.000 Bücher. Ich habe ein Sandwich gemacht, das meins. Guck mal, hier mein Sandwich. Was? Guck mal, mein Sandwich. Cool. Warum habt ihr eigentlich alle Rüstung? Peanut hast du auch gekriegt. Mit der Loot-Chest gab es eine Rüstung dabei. Schon entdeckt. Das sieht bei dir total wie in der Trümmer 5. Oh, Pete. Sieht aus, als wenn du dreimal so dick geworden wärst, wie du vorher warst in dem Ding. Guck mal, ich war ein bisschen trainieren, ne? Ja, bei einem Bodybuilder geworden. Mir ist einfach Bodybuilder. Du Katze, warst du mittlerweile beim Meteor? Ja. Und was war da drin? Ich habe bis jetzt nur einen Scriber-Calculation-Prozessor. Das ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten ein ME-System. Hast du die Aufgabe nicht verstanden? Bist du so dumm? Muss man dir das buchstabieren? ME, das sind sogar nur 2 Buchstaben. Ja, und das Interessante ist, das Ding heißt ME-Controller. Wie heißt es denn wirklich? Ableitende Logistics 2. Würdest du mir das buchstabieren, bitte? Bananenbrot. Dankeschön, Baloo. Dankeschön dafür. So, dann gucken wir mal, was Bananenbrot was hier so... Was für eine Quest ist complete. Ja, eine, wo man Treated Wood Planks kriegt. Was immer Treated Wood Planks sind. Hier ist Massive Engineering drauf, okay. Ja. Ich habe übrigens die Nether Bricks genommen, nach rechts. Bitte nimm mal jemand anderes die Treated Wood Planks und einer nimmt den Clay, können wir selber nicht, machen. Ich weiß nicht, dass man nach rechts gehen kann. Ich habe die Wood Planks genommen. Ja, ist okay. Kann ich mit arbeiten.
So, was soll ich nehmen gleich? Nimm du mal die. Nimm auch mal Netherbricks. Die sind am schwierigsten zu bekommen. Hä, die Treaten Woodplanks hat doch wieder jeder gekriegt. Oder hast du mir die gerade zugeworfen? Ich hab sie nicht im Inventar. Da hast du mir gegeben. Ich hab sie aber nicht rausgeworfen. Ich bin verwirrt. Wird schon passen. Ja, ich auch. Wird schon richtig sein. Ach du Scheiße, was brauchen wir denn dafür? Oh Mann. Katze, hier funktioniert noch gar nichts. Weder ein ME, noch automatisch Steinfarm, noch, hallo. Dankeschön, dankeschön. Katze, kriegen wir denn vielleicht mal irgendwie, dass wir Stein wenigstens automatisch... Ja. Das sollten wir eigentlich hinbekommen können. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, dieses Spiel, also dieses Modpack nimmt einen nicht so an die Hand wie bei Agrarian Skies, wo du gesagt hast, ja, jetzt hast du die und die Maschine, damit kannst du jetzt alles automatisch machen. Hier muss man unglaublich viel selber gucken, wo man was herkriegt und wie was funktioniert. Oh. Automatische Siebe und was weiß ich alles. Musst du selber denken. Hallo, nett sein. Jetzt hol ich Early Boy. Okay. Es gibt doch bestimmt hier auch so einen automatischen Hammerer, oder nicht? Gibt's den nicht mehr? Ja, den gibt's auch sogar in Mini-Format. Wie in Mini-Format. Aua, ich verdurste, okay. Hast du, Entschuldigung, nochmal die Frage, haben wir denn mittlerweile Sugarcanes? Ja, da hinten. Echt? Ungefähr 2000 Blöcke in die Richtung. Okay. Ja, tschüss. Direkt auf den Kaktus gesprungen. Das ist unglaublich. Ich bin direkt auf den Kaktus. Du machst das extra. Nein, in dem Fall habe ich sogar noch ganz politisch korrekt gefragt, hallo? Ich bin eine voll liebe Katze gewesen gerade, als ich gefragt habe. Frag Miri, das ist ihre Aufgabe. Woher soll ich das denn? Die habe ich doch gerade gefragt. Ja, dann musst du mal ein bisschen Erde noch sieben, Miri. Siehst du, da fragst du seriös und sie macht blablabla. Kannst du dir vorstellen, wie unsere Streit zu Hause aus ablaufen? Wenn ich mache, Miri, die Küche ist nicht gemacht. Ganz kurz mal, wenn zu Hause die Küche ist nicht gemacht, gebrüllt wird und sie so antwortet, ich fände das zum Feiern. Ohne Shit. Nein, sie macht Miri, ernste Diskussion, Miri, wir müssen mal darüber reden, wer hier die Katzen losmacht. Dann gehe ich einfach. Ja. Ich kenne das. Ja, macht deine Mutter bei dir auch, ne? Würd's ja gern. Ich muss auch mal aufpassen, meine Mutter hört zu, ne? Guckt hier unsere Videos. Genau wie unsere Mitarbeiter in der Firma. Kriege ich immer dann so nach, ich so, na, mach euch doch mal eine Schleimrüstung, der Arsch. Ja, das ist das Problem, weißt du? Das sind die Leute, die am Rande einer Ohrfeige spazieren gehen, aber ganz gerne spazieren gehen. Mhm. Mitarbeiter nennt man das, Angestellte. Naja, ich habe mal gelernt, Angestellte stellen sich ziemlich an. Oh Mann, mein Katze, du bringst nur noch schlechte Witze. Wann hast du die denn gelernt, ey? Es war auch mal besser alles mit dir. Die waren alle von dir aus SkyQuest, die werden alle recycelt. Nix da, meine waren gut. Schau dir mal SkyQuest an, ohne Scheiße, das sind 1:1 dieselben Witze. Nein. Die habe ich mir extra nochmal angeguckt, alle, um Balui zu mobben mit seinen eigenen Witzen. Wenn ich die Witze bringe, sind die lustig. Genau. Ich habe eine zweite Schmelze gefunden. Ja, bring sie mit. Du brauchst doch sowieso nachher wieder 20. Ja, ich brauche nachher wieder 12. Katze hat in SkyQuest 80 Millionen Schmelzen gebaut. Cool. Halt, stopp. Schmelzen hatte ich übrigens am Ende nur 6. Nur? Weißt du was? Ich bin froh, wenn ich eine habe, wo ich einen Controller abbauen kann. 6 ist sehr verführerisch. Sex ist dann schon. Sex ist für Baloo eine Orgie, das ist zu viel. Da komme ich nicht mit klar. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich kenne das, wenn mir jemand 5 Lasagne mitbringt und ich nur einen Ofen für 3 habe. Dann wird die andere in der Zeit über der Heizung erwärmt. Oh, du Armer. Ja. Ich wünschte, ich würde Lasagne denken, kriegen. Oh, ich habe heute wieder eine Lieferung Lasagne gekriegt. Ich habe heute übrigens auch, ungelogen, nach einem Jahr meinen Perso abgeholt. Den hatten wir noch. Der lag ein Jahr lang da rum. Du bist aus dem Haus gegangen? Schämst du dich eigentlich nicht? Ja. Oh Mann.
Das Schöne, der war schon fast abgelaufen, der hätte schon fast mit den nächsten beantragen können. Also, ja, wir beantragen schon mal den nächsten, den in drei Jahren ab. Beantragt, aber das halt vor einem Jahr. Und den Neubeantragten hatte ich auch erst ein Jahr später. Also ich bin gut im Vorlauf. Na gut. Also ich bin, glaube, ein halbes Jahr lang ohne gültigen Perso durch die Gegend gelaufen, bevor die Leute jetzt sagen, meine Damen und Herren. Den brauchst du für die Gamescom, ne? Ja, zum einen das. Aber ich habe auch einen Sozialversicherungsausweis, der gilt genauso. Achso. Aber die Leute gehen immer hin und sagen, ja, aber du musst deinen Perso immer mit dir führen. Das ist halt völliger Schwachsinn. Du musst einen Personalausweis besitzen, du musst ihn aber nicht immer mit dir führen. Du hast eine Ausweispflicht in Deutschland. Du hast eine Ausweispflicht, aber du musst ihn nicht bei dir tragen. Das ist der schöne Unterschied. Eine Ausweispflicht bedeutet lediglich, dass du einen Ausweis besitzen musst, aber nicht, dass du ihn mit dir führen musst. Ja, aber ist natürlich scheiße, wenn du bei der Polizei nicht weißt, wer du bist. Ja, das ist schon richtig. Da müssen die Leute das in Erfahrung bringen. Und deswegen haben die nach einer Zeit gesagt, nehmen Sie den Ausweis einfach mit, dann haben wir das Problem nicht. Aber du bist nicht dazu verpflichtet, mit einem Ausweis dabei durch die Lande zu ziehen. Kannst ja mal ein Handy kaufen ohne Ausweis. Ein Handy kaufen ohne Ausweis ist kein Problem. Ein Handyvertrag wird schwierig. Ja, oh Mann. Mann, du wusst genau, was ich hinaus will, du Blödmann. Klugscheißer. Warum hast du da nicht das Richtige gesagt? Klugscheißer, Katze. Das ist eine Fehlinformation. Handy kannst du kaufen. Du kannst keine Verträge ohne. Ja, Mann, das meinte ich doch. Geh mir nicht auf für Norwich hier. Auf der Norwich? Das heißt irgendwie Nüsse. Ich höre einen Zombie. Oder so. Oder im so. Nordischen. In der nordischen Mythologie heißt das Nuss. Das ist The Holy Norwich. Erfinden wir mal. So, Leute, ihr habt mir einen Kommentar geschrieben, dass hier irgendwo in der Mitte dieser Stadt ein bestimmtes Haus sein soll, wo ich in der Mitte irgendwo runter kann und es dann nochmal Katakomben gibt. ME-Controller. ME-Controller ist gerade das Problem. Hä? Okay. Ich hoffe, dass ich da Loot finde, der mir hilft, dass ich den Meteor da drüben claimen kann, weil da sind 50 Spawner drin in dem Meteor. Stell dich so an. Ich hab gerade die ganze Zeit nur Miri gehört. Miri? Echt? Nee, nicht Miri. Miri. Ja, das habe ich auch gehört. Apropos Miri, irgendwer muss die Folge beenden. Wie apropos? Ich habe sie nicht angefangen, also beende ich sie auch nicht. Wer hat sie denn angefangen? Katze doch. Oder ich? War das meine Folge? Das ist deine Folge, Baloui. Okay, ihr lieben Leute von da draußen und von vorgestern und gestern. Danke fürs Vorbeigucken bei der Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Guckt bei Items Miri und Baloui vorbei. Und kommt vor allen Dingen morgen wieder. Da gibt es die nächste Folge von Vollidioten am Verhungern. Bis dahin, wir sagen, macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss.